dieses Video ja hören, um einzuschlafen oder um euch einfach mal 5 Minuten zu entspannen. Das hier ist das Buch, aus dem ich gleich vorlesen werde. Das ist von Bronnie Ware. Leben ohne Reue. 52 Impulse, die uns daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Ich kann das Buch wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen und verlinke es euch mal unten in der Infobox. Heute das 10. Kapitel, die Entscheidung zum Glücklichsein. Mein größtes Glück war es, mit 44 auf natürlichem Wege schwanger zu werden und 2 Wochen vor meinem 45. Geburtstag meine Tochter Elena auf die Welt zu bringen. Sie können sich vorstellen, dass sich mein Leben mit der Mutterschaft enorm verändert hat. Jeder, der selbst Kinder hat, weiß, dass die Elternschaft einer der schwierigsten Jobs überhaupt sein kann. Aber es kann auch der allerschönste sein. Am meisten Freude bereitet es mir, morgens aufzuwachen und in das Gesichtchen meiner Tochter zu blicken, die darauf wartet, die Welt mit einem Enthusiasmus zu begrüßen, der hoch ansteckend ist. Dieses kleine Kind lehrt mich viel über das Leben. Es macht mich geradezu traurig, wenn ich daran denke, wie frei wir geboren werden und wie eingeschränkt wir später mitunter existieren. Ich entscheide mich jedoch bewusst dafür, mich inspirieren zu lassen und mich in regelmäßigen Abständen mit dem kleinen Mädchen, das tief in mir steckt, in Einklang zu bringen. Es ist immer noch da, so wie das kleine Mädchen oder der kleine Junge auch in ihnen. Noch verborgen ist. Jener Teil von ihnen weiß, wie sie glücklich sein können und möchte, dass sie wieder Leichtigkeit verspüren. Er will sie daran erinnern, dass das Leben in Wahrheit ein Geschenk der Freude ist. Wie also verbindet man sich mit dem Zustand natürlichen Glücks? Sie entscheiden sich dafür, so einfach, und zwar Schritt für Schritt. Auch wenn das Leben sie immer wieder mit Herausforderungen und Wachstum konfrontiert, ihnen bleibt das Recht, frei zu entscheiden, worauf sie sich konzentrieren wollen. In den Jahren, die ich mit Sterbenden verbrachte, verursachte bei vielen von ihnen diese Erkenntnis, dass Glücklichsein eine Frage der Entscheidung ist, die größte Reue. Die Geschichten, die sie mir anvertrauten, brachen mir das Herz. Im Rückblick wurde ihnen bewusst, dass sie sich zu stark von der Meinung anderer hatten leiten lassen, statt von ihrem eigenen Anspruch auf ein glückliches Leben. Noch trauriger war für sie die Erkenntnis, dass sie in Wirklichkeit die ganze Zeit über eine Wahl gehabt hätten. Wenn sie chronische Schmerzen haben, wenn sie beispielsweise unter einer lähmenden Krankheit leiden, könnten sie nun fragen, was bitte soll daran glücklich machen? Aber begegnet ihnen nicht dennoch von Zeit zu Zeit ein Lächeln von jemandem, der sich um sie sorgt? Arbeitet ihr übriger Körper nicht auf hervorragende Weise und versorgt ihre anderen inneren Organe? Gibt es denn keine Geräusche aus der Natur, die sie inspirieren und die sie genießen können? Wie groß die Herausforderungen auch sein mögen, die das Leben ihnen vor die Füße pfeffert, sie können trotzdem bewusst die Entscheidung treffen, ihre Aufmerksamkeit auf etwas Schönes zu richten.
Damit leugnen sie keineswegs die Realität. Denn die neuen Dinge, die auf die sie sich konzentrieren, sind ein Teil davon. Ein schlechter Tag, eine schlechte Woche müssen nicht unbedingt ein schlechtes Leben bedeuten. Empfinden Sie Ihre Trauer, Ihre Wut oder was auch immer gefühlt werden muss. Und dann entscheiden Sie sich wieder für das Glücklichsein. Zudem müssen Sie einsehen, dass Sie es wirklich wert sind, glücklich zu sein. Sie sind es wert. Kultivieren Sie Selbstliebe, Selbstvergebung, Dankbarkeit und natürlich bewusste Entscheidungen. Dann werden Sie das auch annehmen können. Seien Sie gut zu sich selbst. Es ist ein neuer Anfang. Finden Sie etwas, das Sie zum Lachen bringt, selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Das muss man üben, aber wie überall sonst macht auch hier Übung den Meister. Das Verrückte am Leben ist, dass es am besten fließt, wenn Sie glücklich sind. Der glückliche Mensch sorgt also für mehr glückliche Zufälle als jemand, der sich stets am Negativen ausrichtet. Es ist bequem, einfach auf eine Veränderung in seinem Leben zu warten, die einen bitteschön glücklich machen soll. Ein neuer Job, eine neue Beziehung oder sonst etwas Neues. Leider funktioniert es mit den Veränderungen andersherum. Erst kommt das Glücklichsein, dann folge der Rest. Wie auch immer Ihre Lage gerade sein mag, der einzige Weg, um Veränderungen zu bewirken und etwas zu verbessern, besteht darin, dass Sie sich geistig und körperlich Mühe geben, glücklicher zu sein. Lächeln Sie Menschen auf der Straße an. Treiben Sie Sport. Beobachten Sie das Leben. Dann werden Sie über die erstaunlichsten Dinge lächeln können. Ihr Herz wird es Ihnen danken. Begeisterung und Freude sind auf die bestmögliche Weise ansteckend. Glücklich sein zieht Glück an. Je glücklicher Sie also sind, desto glücklicher werden Sie. Dies ist Ihr Leben. Gestalten Sie es mit Freude.